Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und wir haben in der letzten Folge diesen brachial riesigen Vogel hier erdolcht. Und uns nochmal ein bisschen geheilt. Das habe ich wiederum offscreen gemacht. Jetzt wäre es ganz cool, wenn wir nochmal auf die letzten Meter so ein bisschen Grünzeug zu fassen bekommen. Damit wir uns auch wieder heilen können. Das wäre bombastisch. Also wir haben zwar noch genug zum Heilen. Aber, oh weia, direkt vor uns liegt Gaia. Ich mag da gar nicht so schnell hingehen. Und wie gewollt schaut da das Licht über den Hügel hinaus. Los, geh Aloy, geh. Gaias Selbstopfer hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Okay. Ein Stück weit ist gut. Das sieht mir aus, als ob hier schon mal jemand war. Laufen hier irgendwelche Leute rum? Gleich mal gucken. Nö, nothing. Wunderbar. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Okay. Wir hüpfen hier jetzt mal fröhlich durch die Gegend und hoffen, dass wir hier... Nicht runtergucken. Oh, das war knapp. Nicht gucken. Naja, klar. Okay, wenn er hier oben war, dann erklärt das, warum warum hier solche Kletterpfade sind. Hätte mich nämlich schon gewundert, wenn das einfach so random hier rumgestanden hätte. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Weil wir wissen auf jeden... Oder ich weiß auf jeden Fall, dass hier irgendwo noch eine weitere... wie heißt es? Eine weitere Energiezelle rumgeistern wird. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Schön. Warum bist du nicht hier? Du hast später noch genug Zeit, hier alles durchzuwühlen. Ja, okay. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Na, tell me more. Wie können wir das Ganze hier reparieren? Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber... geht das überhaupt? Ein Wiederaufbau von Gaia?
Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Na, das ist ja zuversichtlich. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Na toll. Na es komm, ich geh rein. Wird Zeit reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Na dann. Aktivieren wir den Scan. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Sehr gern. Okay, ich bin mal gespannt, was es hier Schönes gibt. Hier müssten wir eigentlich lang. Pass auf, wo du hintrittst. Aber wir gehen eher da lang. Einfach, weil ich glaube, dass das was bringt. Was haben wir hier? Vorratskiste. Viel Kleinkram, okay. Hier ist noch eine Audionachricht. Sehr gut, sowas mag ich. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelett essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit treiben, sie zu archivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Du bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Na, wie freundlich. Springen wir mal rüber. So, müssen wir hoch oder runter? Wir müssen wohl runter. Ich habe diesen Vorsprung hier gesehen. Keine Sorge. Ich habe mich hier nicht grundlos fallen lassen, aber hier kommen wir jetzt wahrscheinlich irgendwann nochmal hoch. Das finde ich spitze. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Immer mal wieder meinen Fokus anschmeißen. Denn wir haben hier definitiv... Ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind da, wo wir die letzte Quelle bekommen. Na, guck doch mal einer an. Was haben wir denn da? Das Ding bringt uns irgendwie da runter. Ich war der Meinung, nämlich hier irgendwie sowas gelesen zu haben, dass wir uns hier irgendwie um 180 Grad drehen müssen. Und dann ist das wirklich da. Hier da jetzt einfach mal rüber gucken. Von da oben kommt man irgendwie wieder runter. Ich weiß halt nicht, ob man da einfach so
Au. Runter springen kann. Probier's einfach mal. Okay, von hier aus. Mal gucken, wo uns das Ding hier hinführt. Auf jeden Fall zumindest schon mal zu einer Pflanze. Das ist schon mal ganz gut. Und was haben wir hier? Nichts weiter erstmal. Und da ist sie. Die letzte Energiezelle. Es müsste die letzte Energiezelle sein, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Und ich glaube, ich werde genau das jetzt machen. Kann ich von hier aus jetzt direkt eine Schnellreise buchen? Lass uns mal ausprobieren. Nein! Ja, es geht. Das machen wir. Es war ein bisschen blöd, weil wir jetzt den ganzen Weg hochgelaufen sind, aber theoretisch sollten die Gegner da jetzt nicht mehr sein. Und wir können uns jetzt diese fancy neue Ausrüstung gönnen. Bin mal gespannt. Vor allem, was die kann und so weiter. Ich bin so gespannt. Wir haben nämlich alle Energiezellen gesammelt. Die haben mich ja schon seit etlicher Zeit hart gefuchst. Und jetzt habe ich sie endlich. Jetzt habe ich sie. Hoffe ich nur, dass nicht der gesamte Weg hier völlig umsonst war. Ich muss nämlich erstmal gucken, wo nochmal diese Energiezelle überhaupt war. Das Gute ist, dass wir da relativ weit oben noch einen Schnellreisepunkt haben. So, da bin ich. Jetzt brauche ich Quests, genau. Ich brauche die Quests, das alte Waffenlager. Oh, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Aber das alte Waffenlager, Moment mal. Okay. Dann reisen wir halt eben auch noch hier hin. Dauert halt eben leider noch mal ein bisschen länger, es tut mir auch echt leid. Ich hätte vielleicht die Quest erstmal annehmen sollen. Oder machen sollen vor allem. Aber dieses alte Waffenlager, das fuchst mich. Das fuchst mich so hart, dass ich das unbedingt machen musste. Da drüben. Da ging es lang. Oh, ist doch gar nicht so verkehrt, nochmal hier lang zu laufen. Hier haben wir nämlich nochmal ein bisschen Grünzeug zum Einsammeln. Wir haben das in dem Kampf gegen diesen hässlichen Habicht nämlich echt gut verbraucht. So, wo ging es denn hier nochmal lang? Jetzt finde ich natürlich den Weg... Ah, Moment. Ich wollte schon sagen, jetzt finde ich den Weg nach oben nicht mehr. Aber nein. Gefunden. Und jetzt ein bisschen vorsichtig. Ah, da ist eine Felskante. Von der kann ich mich fallen lassen. Wollte zumindest ein bisschen runter bewegen. So. Und ab durch die Pampe hier. Haben wir noch irgendwo... Ne, hier sind keine wichtigen Materialien mehr. Aber da vorne ist sie. Die Rüstung, nach der ich so lange gesucht habe. Naja, was heißt gesucht habe? Gesucht habe ich sie nicht. Ich habe sie einfach gefunden. Sich die Klammern irgendwie öffnen.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten und die Klammern zu lösen. So. Sicherung reparieren. Nur noch zwei. Noch eine Sicherung reparieren. Nur noch eine. Okay, wo ist die letzte Sicherung? Da ist die letzte Sicherung. Das war's. Die letzte. So. Es ist eingeschaltet. Jetzt müssen nur noch die Schalter richtig stehen. Es muss eine Art Code geben. 90. 270. 360, das müsste dann oben sein. 360, dann ist das hier wieder 90. Und der letzte ist 630. 630, lass mal ganz kurz überlegen. Das sind 720, okay. Geschafft. Yes! Dann will ich mir mal die Rüstung darin ansehen. Dann wird's mal Zeit. Mal sehen, was sich mit diesem Material anfangen lässt. Gucken wir uns diese Rüstung an. Okay. Schildweberin-Outfit-Kiste erhalten. Lasst uns mal gucken, was das bedeutet. Ist das jetzt hier? Schildweberin-Kisten-Outfit? Da ist sie. Die Schildweberin aus Outfit 4 von 16. Okay. Ist mal interessant. Aber hier können wir auch noch mal ein bisschen was rausholen aus den Kisten. Vielleicht finden wir da noch irgendwas, was noch nicht voll ist und damit ein bisschen unser Inventar leert. Nee. Okay. Ach nee. Ausrüsten müssen wir den Spaß natürlich auch noch. Ganz vergessen. Outfits. Schildweberin. Okay, ich dachte, hier kommt jetzt so ein krasses Ding, aber nö, irgendwie nicht. Sehr selten. Alte Technologie, geborgen von Aloy und auf Nora-Leder gestickt. Baut einen schadenabsorbierenden Kraftschild auf. Braucht nach Abbau Zeit zum Aufladen. Okay. Jetzt glitzern wir fancy. Müssen wir hier irgendwie wieder den Weg rausfinden. Aber eigentlich können wir, glaube ich, nämlich auch von hier aus jetzt direkt teleportieren. Können wir auch direkt hier hin? Ne, da können wir nicht direkt hin. Aber hier können wir direkt hin. So. Dann können wir nach einem kurzen Exkurs auch endlich wieder bei der Quest weitermachen, bei unserer Main Quest. Aber ich freue mich. Ich habe eine richtig massiv geile neue Ausrüstung. Ich hoffe nur, dass die auch ein bisschen was bringt. Ich weiß nämlich nicht, was die bringt. Aber 4 von 16. Das heißt, es gibt eigentlich insgesamt 5 Teile davon. Jetzt die Frage, wo kriegen wir die anderen her? Oder wird die immer nur aufgewertet oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt. So, einmal. Ist nicht euer Ernst. Ihr seid wieder zurück. Ich habe schon zu viel dabei.
Gibt es hier... Da drüben gibt es. Gibt es eine Stelle, in die ich mich reinschleichen kann? Und... Das werde ich noch brauchen. Mit ein bisschen Glück... kriege ich den Fetten hier näher ran gelockt. Dann kann der hier wieder ein bisschen Unruhe stiften, wenn wieder ganz geschmeidig durch die Weltgeschichte spazieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das keine gute Idee war, was ich hier gemacht habe. Er hat voll den Plan. Hat er nicht. Er hat nämlich gar keinen Plan. Dafür hat er jetzt nämlich mein Stäbchen im Gesicht. Und ist damit mein neuer Freund. Freund. So, dann feuer mal deinen Laser, Kollege. Ich muss mehr über diese Maschine herausfinden, wenn ich sie überprüfe. Noch eine Brutstätte. Habe ich den hier wenigstens erwischt? Nee, hab ich nicht. Oh. Das war irgendwie nicht so geil. Das hier ist mein Freund oder ist das mein Feind? Nur das ist mein Feind. Mein Freund kugelt da hinten weiter. Au! Boy. Hoppa. Sorry, ich muss hier mal eben weg. Hat mir Spaß gemacht mit euch, aber sorry, ihr seid einfach nicht so das, was ich mir unter Freunden vorstelle. Und schnell hoch da. So, pass mal auf, Kollege. Alter, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Dieses Schild ist ja richtig übertrieben. Und hier, mein Freund, der da hinten mit seiner Laserpower durch die Gegend pulvert, ist auch nicht gerade ohne. Also dieses Schild, dieses Blaue, ich hab erstmal gedacht, dass ich irgendwie eingeeist wäre oder sowas. Nee, ganz im Gegenteil. Das ist ein Schild. Ah, da geht's lang. Krass. Dieses Schild ist gar nicht mal so mies. Ist sogar ziemlich gut. So, ich hoffe, dass hier jetzt keine... Dass hier jetzt nicht gleich wieder der Habicht durch die Gegend flattert. Ein bisschen übertrieben dann. Also auch nur minimal übertrieben. Aber hell yeah, ist das mal eine geile Rüstung. Oh, ich hol mir noch Frostbeulen. So, trotzdem muss ich hier diese Heilkräuter sammeln. Für den Fall der Fälle. Aber wir kommen wieder unserem alten Ziel näher. Ich muss nochmal hoch hier, ne? Irgendwo gab es hier doch eine Stelle zum Hochklettern. War das hier? Nö. Bin ich blöd? Ja, bin ich. Da drüben ist ein Weg. Ich sollte vielleicht einfach mal den Weg entlang gehen. Krasses Ding. Ein riesengroßes Loch, was Gaia daraus gefeuert hat. Muss man echt schon mal sagen.
ziehe sich jemand diesen Krater rein. Das ist aber auch ein Krater. Meine Güte, noch eins. Da muss man ja mal echt bewundernd drauf gucken. Auch wenn das ein bisschen Zeit kostet. Aber zum Glück kennen wir jetzt die Stelle. Ach so, hier. Wo es die fünfte herrliche Quelle gab. Oh. Das war jetzt ein bisschen gefährlich hier. Das sah auch gerade nicht sehr freundlich aus für uns. Aber okay, hoch da. Höp. Und wir sind wieder zurück. So. Und runter. Und, oh, das war ja elegant in die richtige Richtung gerollt. So. Glück gehabt, das war gar nicht so weit entfernt. Aber jetzt gibt es hier diesen Weg. Und genau diesen geht es hinab. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass das die Stelle ist. Na toll. Wir hätten uns hier vorne abseilen können. Und dann hätten wir nicht so viel Schaden geschluckt. Na gut. Ah, da geht's lang. Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Ist hier irgendwas? Nee. Ist es nicht? Denk nicht drüber nach, Aloy. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Nee. Wow. Nein! Wo zappelst du denn? Wo zappelst du denn da lang? Hoch da? Nun, ich wollte eigentlich nichts weiter machen als springen! Denn das geht viel schneller. Und natürlich nebenbei immer wieder gucken, ob es hier irgendwelche Gegenstände gibt. Hm, also ich glaube, die Türen sollten noch nie so schräg stehen. Ich glaube, das war keine Absicht, dass die Türen so angebracht sind. Hier liegt auch nichts weiter. Keine weiteren Gänge, keine weiteren Dinger. So, runter oder hoch? Das ist hier die Frage. Hoch. Aber runter ist auch irgendwas. Das will ich nicht einfach so links liegen lassen. Vielleicht den Schacht hinauf? So. Okay, aber sonst war hier nichts weiter, ne? Ne, 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 schade. Dann müssen wir natürlich hoch. Geht ja nicht anders. Boah. Mutiger Jump. Muss man ja schon mal lassen. Muss man schon mal gesagt haben. So, was ist hier hinten? Ich will hier alles mitnehmen. Jeder kleine Story-Fitze könnte sinnvoll sein. Oh, von da hinten sind wir gekommen. Doch ganz schön weit weg, dafür, dass wir hier müssen sie gelebt haben. Gefühlt nur 3 Meter entfernt waren. Ist nicht viel übrig. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Krass. Was haben wir denn hier? Aha. Aufnahme. Ich bin... Nein! Aufnahme. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist... Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über... Schamanismus. Ich weiß nicht. Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel. Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen,
Wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben, versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner, alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben. Irgendwie. Oder Elysium. Oder wir hier in Gaia Prime. Es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein, andere schrecklich. Und keine von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Oh boy. Das sind düstere Bemerkungen, die absolut nachvollziehbar sind. Ich meine, die Leute, die diesen Logs aufgenommen haben, haben eine sterbende Welt gesehen. Also den absoluten Untergang der Zivilisation, der menschlichen Zivilisation. Puh. Es gruselt ein klein wenig an der Stelle. Naivität, das ist es. Die Evakuierung ging so schnell. Es blieb keine Zeit, alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseide-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige Meilen weit weg, aber es könnte ebenso gut am anderen Ende der Galaxie sein. Die Betas und Gammas... Das Betreuungspersonal. Sie leben ihr Leben. Wenn ich kein Alpha wäre, wenn es anders gelaufen wäre, könnte ich dort sein. Stattdessen verbringe ich den Rest dieses unnatürlichen Lebens hier. Mit Leuten, die ich nicht mal mag. Und ohne den Menschen, mit dem ich gerne mein Leben geteilt hätte. Wenn es möglich gewesen wäre. Vor 2 Stunden habe ich die letzten ausführbaren Programme abgesegnet. Und jetzt bin ich schon verbittert und meckere in diesem Fokus. Darüber sollten zukünftige Generationen mal nachdenken. Zukünftige Generationen ist ein bisschen weit hergeholt, denn ja, irgendwie habt ihr eine zukünftige Generation, aber sie ist nicht direkt durch euch entsprungen. Meine Fresse. Das ist so viel Verzweiflung, die hier spricht an der Stelle. Ich krieg das selber kaum in Worte zu fassen. Aber hey, Aloy lebt und sie versucht, diese Welt erneut zu retten. Sie, der letzte von Gaia, vermutlich der letzte von Gaia erstellte Klon. Elisabeths Zimmer. Ich weiß. Sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Okay, ich bin mal gespannt. Ist hier jetzt irgendwas? Ja. Gaia-Tagebücher, Festkörperspeichergeräte, eine Oberfläche, deutet auf schwere Datenbeschädigung, Durchstoß und Explosionsschaden hin. Naja, klar. Wenn hier schon alles detoniert ist,
dann geht's ja wohl auch nicht anders. Aber vielleicht finden wir nochmal irgendwas, was intakt ist. Zum Beispiel diese Lücke hier. Was ist das? In der Tat, was ist das? Ich weiß es nicht. Ich will es herausfinden. Oh wei. Das ist ihr Grab. Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion am Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 mm. Doch eins ließ eine Lücke von 10 mm. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Toll, Silence. Du bist der Letzte, mit dem ich jetzt reden möchte. Aber leider muss. Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Nein, benimm dich nicht so wie eine Maschine. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zu lassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt sich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht... Was? Nichts. Machen wir weiter. Oh yeah.
Gucken wir uns nochmal an, was es hier für krassen Stuff gibt. Du würdest es hassen, Liz, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder, wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war. Umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Oder für die du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Niemand konnte mit dir mithalten, dir gerecht werden. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich die Postdoc-Stelle in Johannesburg nicht angenommen hätte. Ich bin froh, dass du das Lightkeep-Protokoll schließlich doch aufgegeben hast. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, ein anderes Ich von dir zu sehen. Ich meine, Elizabeth Sobeck. Sie ist einmalig. Ich vermisse dich. Oh je, hier sind noch die ganzen Abschiedsbriefe wahrscheinlich der Mitarbeiter an Elizabeth. Also Liz, du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es weiß Gott verdient. Oh, sogar noch eins von Ted Farrow. Sehr interessant, da bin ich am meisten gespannt. Hallo Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal spielen. War's das? Fuck you, Pharaoh. Einfach nur fuck you. Ohne so einen grenzdebilen Spacken wie dich hätte es dieses Problem gar nicht gegeben. Na gut. An dieser Stelle erstmal ein Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es hier unheimlich weitergeht. Wir sehen nicht mal, wo wir entlanglaufen können. Das ist doch... Das macht die Sache noch um einiges angenehmer und besser. Wir sehen hier nur ein riesengroßes Loch. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Gaia Prime, eine riesige Ruine. Und Pharaoh hat nichts weiter zu sagen als: Du musstest ja alles spielen. So ein Penner.